Oh, alter Schwede. Alter Schwede. Puh. Alter Schwede, ich geh in den Stock rein. Boah. Boah. Macht Spaß! Alter Zigeuner! Petrival. Schön. Wunderbar. Oh, schöner Fisch. Der wird gekämpft. Wunderbar. Klaus, tust die Matte oben hin auf die Wiese. Dann machen wir das schon mal weg. Ja.
Herrlich, herrlich. Lange Fische. So, jetzt geht er wieder rein ins Wasser. Ja, damit ihr noch größer werdet. Fangen wir die Ante in die Säcke? Ja. Ne? Das ist günstiger, ne? An diesem Platz hatte ich im Sommer mit Frank gesessen. Wo sich jetzt die ganze Wiese erstreckt, lagen unsere Köder. Bei diesem Niedrigwasser kommen im alten Flussbett Baumstümpfe zum Vorschein, die vor 8 Wochen noch nicht sichtbar waren. Frühling, Zeit der Spinnfischer. Doch leider nicht für mich. Wahrscheinlich hatten sich Stefan und Klaus auch nur dazu breitschlagen lassen, weil wir noch einen Tag auf die Ankunft von Christian und Konstantin warten mussten. Nach deren Eintreffen ging es direkt nach 227, einem Angelplatz am Oberstau, der nach seinem Kilometerstand benannt ist. Wären wir eine Woche früher angereist, hätten wir das Angeln vergessen können. Ein Tief hatte über Mekinensa gelegen und für stürmische Zeiten gesorgt. Jetzt aber waren das Wetter schön und die Fangaussichten gut. Konstantin und Stefan fütterten Pellets mit der Schaufel an und stellten den Karpfen im Uferbereich nach. Klaus, Christian und ich hingegen hatten es mehr auf Walle abgesehen und alle Ruten hinausgerudert. Die beiden fingen einen Fisch nach dem anderen, doch wir blieben zunächst eisern. Schließlich hätte man auch am nächsten Tag noch vorne angeln können. Die Gelegenheit beim Schopf zu packen ist jedoch eine Weisheit, die man sich zu Herzen nehmen sollte. Christian war da etwas klüger und fing nach dem Umlegen seiner Ruten auch noch einen Fisch. Gegen Abend verschlechterte sich das Wetter zunehmend. Doch Regen und Wind waren nur das geringste Übel. Das Schmelzwasser aus den Bergen setzte ein und ließ den Ebro rasant ansteigen. Im Schutze der Dunkelheit kletterte der Pegelstand fortlaufend immer höher, bis uns schließlich Christian in der Nacht weckte, weil das Wasser inzwischen bis an seine Liege stand. Wir mussten umbauen und setzten die Zelte gut 50 Meter zurück. An Fangen war allerdings nicht mehr zu denken, denn das Wasser stand nicht mehr nur zu hoch, sondern war auch eiskalt. Irgendwie hatte ich dennoch Glück und konnte unter diesen widrigen Bedingungen drillen. Dieser Fisch war eben eine Ausnahme. Während ich das Vergnügen hatte, waren die anderen dabei, die Zelte vor dem Wegfliegen zu sichern. Da uns das Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, musste eine Alternative gefunden werden. Cornelia hatte uns Schnitzel und Kartoffelsalat als Wegzehrung mitgegeben und beim Smalltalk entschieden wir uns dafür, zurück an den Ribaroja zu fahren. Wir fanden eine windgeschützte und vielversprechende Stelle. Auch das Wasser war im Gegensatz zu dem am Oberstau viel wärmer. So warm, dass die Karpfen sogar mit dem Laichen anfingen.
Ein herrliches Schauspiel, das sich hier mehrfach im Jahr wiederholt. Das milde Klima trägt viel zu dem Fischreichtum bei. Die Ruten, beködert mit Pellets und Tintenfisch, platzierten wir an verschiedenen Stellen dieses Flussabschnittes und fütterten mit 2 bis 3 Händen bei. Kleine 50 Meter rechts von uns saß Toni, einer von Manfreds Kunden, und berichtete zu unserer Freude, dass er in den vergangenen Tagen immer 1 bis 2 Waller nach Einbruch der Dunkelheit landen konnte. Der Tag verstrich ohne einen Biss. Und kurz nach 22 Uhr entschlossen wir uns, die Ruten einzuholen und zu schlafen. Am folgenden Morgen kam das bittere Erwachen, denn die Beißzeit hatten wir verpennt. Kurz nachdem wir uns hingelegt hatten, schlug Toni zu und fing 2 Welse. Einen Zwerg und diesen stattlichen hier. Das Kuriose daran war aber nicht, dass er fing, sondern dass keiner von uns von all dem etwas mitbekommen hatte und wir nun ziemlich blöde dreinschauten. Toni fing auch an den nächsten beiden Abenden und wir blieben Schneider. Zum einen saß er günstiger und fischte sehr flach, zum anderen gingen die Waller nur auf Köderfisch und wir hatten keinen. Manfred riet uns dennoch, dort weiter zu fischen. Doch wir wollten nicht auf ihn hören. Schließlich näherte sich das Wochenende und da wird es immer etwas voller. Also packen wir wieder unsere Plörren und fuhren rauf nach Kaspe. Am Platz Finca Santa Barbara hatten wir auch bei der Ascari-Tour sehr gut gefangen und trotz des kalten Schmelzwassers riskierten wir einen Versuch. Das Wasser war so weit angestiegen, dass von beiden Uferseiten gut 200 Meter Land verschwunden waren. Aber wieder einer. Wir müssen kurz angeln. Die Karpfen waren relativ mobil und rollten regelmäßig an der Oberfläche. Die Sonne und die herrliche Natur waren einfach zum Genießen. Doch irgendwie hatte ich kein gutes Gefühl, was die Waller betraf. Christian hatte Spaß und fing mehrere Karpfen. Auch mir gelang es noch, einen Schuppi zu überlisten, bevor mich die Unruhe zwang, zurück zum Camp zu fahren. Wolle, gib mir mehr Gas. Ja. Hallo erstmal, ne? Morgen, Manfred. So. Moin, Mann. Während Klaus und Christian am Wasser blieben, verbrachte ich eine Nacht allein im Apartment und fuhr frühmorgens mit Manfred, Konstantin und Oli zum Zanderfischen hinaus. We'll be right back.
Bis zu dieser Tour kannte ich weder Oli noch Konstantin. Beide waren mir von Anfang an sympathisch und beim gemeinsamen Fischen zeigte sich, dass wir uns verstanden. Die Stachelritter bissen nicht besonders gut, zumindest nicht in dem Maße, wie es eigentlich möglich war. Mit Dropshot und Gummifisch gelang es uns, 10 dieser Räuber ins Boot zu ziehen. 7 davon gingen auf Konstantins Rechnung. Der Mann hat das Spinnfischen einfach drauf. Ein Baby. Das haben wir ja schon mal hinter uns gehabt eigentlich, ne? Ja. Manfred und die Fische. Ja, die Größen für die Fische. Für mich war ohnehin entscheidend, einen herrlichen Angeltag zu verleben, in guter Gesellschaft viel zu lachen und nicht Alltägliches zu genießen. Denn das Zanderfischen praktiziere ich zu Hause überhaupt nicht. Ja, das ist Korazett. Sowas ist Korazett. Am Folgetag saßen wir alle wieder beisammen, denn es gab einen Grund zum Feiern. Cornelia hatte Geburtstag und verwöhnte uns mit einem deftigen Schmaus. Wieder einmal zeigte sich, dass Familie Kreuß an mehr als nur am Geld ihrer Gäste interessiert ist. Auch wenn sich mittlerweile eine Freundschaft entwickelt hat. Selbstverständlich ist es deswegen noch lange nicht, an einer solch familiären Runde teilzunehmen. Am späten Nachmittag ging es wieder an die Stelle, wo Toni so gut gefangen hatte. Diesmal waren wir zu 7 und mit Köderfischen bewaffnet. Manni versprach uns, Waller zu fangen und prophezeite Bisse, wenn wir die Köder kurz unter der Oberfläche anböten. Mit einer Abrissleine wurden die Fische auf der anderen Uferseite am Schilf festgebunden und die Ruten so abgespannt, dass sich die Rotaugen verführerisch bewegen konnten. Es wurde Nacht, bis die Arbeit Früchte trug. Konstantin fing ein halbstarkes Exemplar und Christian legte mit einem Fisch im Windelalter an. Klaus schoss den Vogel wieder ab und nach einem hammermäßigen Drill war es selbstverständlich, dieses Tier bei Tageslicht zu würdigen. 2,34 Meter. Was für ein Monster. Immer das Gleiche. Im Sommer zog es mich aus zweierlei Gründen erneut an den Ebro. Im Frühling hatten wir zwar gefangen, doch hundertprozentig zufrieden war ich mit dem Ergebnis nicht. Außerdem wurmte mich die Tatsache, dass wir einfach nicht die beste Zeit erwischt hatten. Im Oberstau war das Wasser zu kalt gewesen und bei Manni laichten bereits die Karpfen. Hinterher ist man bekanntlich immer klüger und wenn wir schon von vornherein mit Köderfischen geangelt hätten, wer weiß. Konstantin war 2 Wochen später nochmal mit ein paar Freunden unten gewesen und sie hatten rund 50 Waller auf die Matte gelegt. Das ist für mich Angeln am Ebro. Außerdem hatte ich mit Frank bereits im letzten Sommer beschlossen, eine weitere Sommertour zu machen und den Flug zeitig gebucht. In der Nacht, bevor es losging, träumte ich vom Fischreichtum und majestätischen Welsen, die im Schutz versunkener Bäume patrouillierten. Es lag wohl daran, dass Manni mit uns zum Madridplatz fahren wollte, der zurzeit sehr fängig, aber schwierig zu beangeln war. Bäume halt.
Leider machte uns das Schicksal erneut einen Strich durch die Rechnung. Es war Freitag. In Spanien war Feiertag und auch das frühe Aufstehen hatte nichts genutzt. Die Angelstellen waren belegt, also befischte ich mit meinem Freund über das Wochenende einen anderen Platz. Ob Frank die Situation auch so sehr zu schaffen machte, weiß ich nicht. Ich glaube, die Tatsache, Urlaub zu haben und entspannen zu können, war für ihn momentan das Wichtigste. Die Fliegen nervten etwas, doch dagegen hilft Insektenspray. In außergewöhnlicher Gesellschaft vergingen die Stunden mit Essen, Fachsimpeln, dem Erlernen neuer Techniken. Das Klopfen war für Frank neu. Und warum sollte man die Langeweile nicht nutzen? Aha. Manchmal kommt der schon mit dem Boden, ne? Ja, ja. Du hast halt auch. Da versuche ich genauso an den gleichen Dings festzuhalten. Ja, das ist auch, weil du guckst. Du guckst und dann im Prinzip. Du guckst erst und dann versuchst du. Ne? Und da kommt bei mir auch nichts. Du musst ja durch die Bewegung, ne? Die Luftblase erstmal erzeugen. Ne? Mhm. Ganz einfach, ne? Und auch nicht verkrampfen. Wir hatten viel Zeit, die Landschaft zu genießen, kreisende Geier zu beobachten. Und im Schutze der Dunkelheit Fledermäuse mit der Kamera zu jagen. Fehlbisse hatten wir genug, doch es gelang uns nicht, einen Fisch zu haken. Das Wochenende verging und schließlich hieß es auf zum Madridplatz.